wieder ein neues Video für euch. Und dieses Video ist fast schon Tradition. Wir checken einfach mal die Trends fürs neue Jahr ab, für 2021. Wir checken sie nicht nur aus, sondern wir werden sie natürlich wieder testen. An uns. An ihr. Hä, an uns beiden. Es werden nämlich wieder etwas eigenartige Sachen, etwas übertriebene Sachen. Angeblich werden 2021 die Leute so rumlaufen. Ich habe mir Trends ausgesucht, die Vicky testen muss. Und ich habe Trends rausgesucht, die an Sarina getestet werden. Womit beginnen wir? Du darfst beginnen. Wir freuen uns wie immer über euren Daumen nach oben. Danke dafür. Und der erste Trend für die liebe Sarina hier an meiner Seite. Das bin dann wohl ich. Sind Butterfly-Sonnenbrillen. Das ist die Form. Es ist so ähnlich wie Cat Eye. Also die sind einfach so ein bisschen zugespitzt. Und ich habe in die tiefen Schubladen meiner Vergangenheit 2 solche Exemplare gefunden. Ehrlich? Man sagt ja, Trends kommen immer wieder. Und wie alt warst du da? 3? Und das soll Trend sein? Ja. Probier bitte mal die dunkle auf. Probier mal diese hier. Die mochte ich richtig gerne. Ich finde die jetzt so einen schönen Farbverlauf. Und damals war das in als Cat Eye. Und jetzt heißt es halt einfach Butterfly. Na, ist das mein Ding? Nee, eigentlich gar nicht. Du siehst aus, als würdest du aus der Vergangenheit kommen. So besser? Ich weiß nicht. Ich bin einfach nicht begeistert. Setz du mal auf. Klar, du willst einfach nur lachen. Und? Sieht doch gut aus. Ich sehe gar nichts mehr. Die hier hat keine Stärke und jetzt bin ich quasi blind. Naja, so blind bin ich auch nicht. Und Next Level sind dann wohl diese Modelle. Dann möchte ich die auch nochmal aufsetzen. Sag mal. Hey, du siehst voll cool aus mit Brille. Aber mit Sonnenbrille jetzt nicht so. Ich bin allgemein nicht so der Sonnenbrillen-Fan. Ich weiß nicht. Die stehen mir irgendwie nicht. Was schätzt du, wie hoch ist mein IQ? Im Minusbereich. Ich habe hier was vorbereitet. Es hat mit Schminke und Augenbrauen zu tun. Möchtest du das jetzt gleich oder ein bisschen später? Bitte ein bisschen später. Das kann einfach nur schlecht ausgehen. Wer von euch kann sich noch an die berühmte Wellenaugenbraue erinnern? Oder hey, da gab es ja auch mal noch eine Holy Hilo... Heiligenschein. Heiligenschein. Eine Holy Shine, Heiligenschein Augenbraue. Das Highlight ist der Highlight. Oder den höchsten Punkt der Augenbraue. Sie meint das wirklich ernst. Das sieht so bescheuert aus. Hi. Wer kann sich daran erinnern? Dann machen wir mit Plundern. Oder wie ich sie gerne nenne, Plundern weiter. Plunder ist doch was zum Essen, oder? Oh, das hätte ich jetzt gern. Mit so einer Himbeertopfenfüllung. Oh, ich habe gehört, dass es nächstes Jahr im Trend soll. Wir schnell eins holen gehen. Wir sind mal eben beim Bäcker. Plunder sind nächstes Jahr ganz im Trend. Aber was ich meine, sind Plunder. Ihr wisst schon, diese Pullover ohne Ärmel. Hä, besitzt du sowas? Nein. Das haben ja immer so, nicht böse gemeint, Streber an, oder? In einem Film oder in der Serie ist es immer so, in so einer reichen Elite-Schule. Dann hat man so eine Bluse an, darüber so ein Plunder. Und dann geht man Polo spielen. Ich dachte mir, du hast so viel Kleidung, du kannst mal eine Sache opfern, da schneiden wir die Ärmel ab und dann haben wir ein Plunder. Polunder. Du hast doch einen Knall, ich schneide nicht von meinem Pullover die Ärmel ab, vergiss das. Die meint das ernst? Hä, gib ein Plunder von dir doch her. Polunder. Gib ein Pullover her und wir cutten ihm die Ärmel ab, aber sicher nicht mit meinem Pullover, vergiss es. Nach langem Überlegen mich entschieden, ich könnte mich von ihm trennen. Es ist so, ich hatte ihn schon ein Jahr mindestens nicht mehr an. Vielleicht ziehe ich ihn ja dann als Polunder an, wenn er im Trend liegt. Ran an den Speck. Ich mach's einfach. Hoffentlich fällt er nicht auseinander. Ich schneide hinter der Naht, dann klappt das schon. Since you went away, nennt mich Polunder Girl. Ich will dich hier nicht enttäuschen, aber wie ein Streber siehst du nicht gerade aus. Hä, wieso nicht? Vielleicht ist das nicht der richtige Polunderschnitt. Ich muss noch ein paar Erfahrungen machen. Noch sieht es ziemlich bescheiden aus. Aber hey, es hält warm. Zieht alle eure Polunder an, Leute. Und wenn es kalt wird, habe ich ja noch meine Schutzärmel. Die kann ich einfach überziehen. Gar kein Problem. Und wenn mir heiß wird, mache ich einfach wieder Polunder draus. Ist doch cool. Alles gut bei dir? Naja, du brauchst immer so lang. Und da brauche ich eine Beschäftigung. Ich habe jetzt einfach immerhin eine Haarbürste liegen. Hast du noch einen Trend für mich? Ja, ich habe einen Trend für uns beide. Im Jahr 2021 sind Ponys im Trend. Nein, nicht die Pferde, sondern das hier. Und wir haben es einfach mal schon seit Jahren. Das heißt, wir sind Trendsetter. Tut mir leid an alle, die mit Kopfhörern hören. Aber hey, lasst uns unsere Freude. Wir wussten einfach, dass das hier in wird. Deswegen haben wir das in Vorbereitung schon mal gemacht. Ich schneide den übrigens selbst. Sarina hat mir meinen Pony auch beim allerersten Mal geschnitten. Ihr wart dabei. Ich trau mich nicht. Komm, mach nicht zu kurz, ja? Mach erst einen Test weiter unten. So hält man das. Soll ich? Schneide. Tu es. Ich sehe ja noch gar nichts am Körper.
Falls ihr das Video noch nicht kennt, wir verlinken es euch mal. Und jetzt mittlerweile schneide ich ihn auch selbst. Also wenn er hässlich aussieht, ich bin selbst schuld. Ich habe gehört, dass Haarschmuck immer noch im Trend ist. Du weißt ja noch, diese Dinger, die kennt jeder. Das ist kaputt. Oh nein, hier ist das Unterteil davon. Ach, das ist einfach so mit Kleber, ne? Diese Haarspangen sind immer noch sehr im Trend. Ich weiß aber nie, wie ich sie anwenden soll. Also ich habe die bis jetzt zweimal getragen, wenn ich so hier so was hatte. Aber eigentlich weiß ich nicht, wohin die sollen. Aber auch Haarschleifen und Haarreifen sind jetzt im Trend. Bitteschön. Einfach so riesengroße, übertriebene Haaraccessoires. Wollt ihr wissen, wie ich das immer nenne? Eine Krone. Nö, das ist mein Ansatzverständnis. Stecker. Das ist ja genau meine Haarfarbe. Wenn ich so ein bisschen Ansatz habe, mache ich das hier drauf und dann ist wieder alles rosa. Sieht doch voll gut aus. Wenn ich damit dann so zum Bäcker gehe, funkel ich und alle gucken. Ich will einfach nur drei Semmeln. Du kannst auch diese Schleife hier nehmen. Ziel dieses Videos ist einfach immer, sich am Ende zu ruinieren. Vicky zu ruinieren. Ehrlich gesagt finde ich die Schleife süß. Ich fühle mich wie Daisy Duck. Ich habe noch was zum Anziehen für dich. Ein neuer Kleidungsstil, Trend im neuen Jahr, wird sein Grunge. Also nicht Grinch, sondern Grunge. Grunge. Weißt du, was das ist? Ja, das ist so dunkel. Ja, genau. Es ist so schwarz und vielleicht so ein bisschen kariert und vielleicht so ein bisschen Leder oder so ein bisschen edgy oder vielleicht so ein bisschen Band-T-Shirts. Eine Netzstrumpfhose würde auch gut passen. Ich weiß es selbst nicht so genau. Und ich werde jetzt einfach mal stöbern in deinem und in meinem Kleidungsschrank und das perfekte Grunge-Outfit für dich raussuchen. Ist nämlich eigentlich nicht so ganz unser Kleidungsstil. Wir tragen mehr rosa. Grunge. Rosa, Orange. Sagt ihr eigentlich Orange oder Orange? Orange. Nee, jetzt mal im Ernst. Also Orange. Manche sagen auch Orange. Nee, aber Orange sagt man nur zum Essen oder nicht zur Farbe. Aber manche sagen zur Farbe Orange oder Orange. Na? Das erste Teil für deinen Grunge-Look ist dieser Rock hier von mir. Das ist schon mal ein bisschen grungy. Finde ich schon mal gut. Dazu bekommst du graue Overknees, einfach so Söckchen, eine spitzen Joker-Kette. Es beginnt mir zu gefallen. Und als Vollendung ein Karo-Helm. All black, baby. Kriege ich vielleicht auch eine Strumpfhose oder so? Ja, kriegst eine schwarze Strumpfhose. Dankeschön. Hey, grungy. Was ist der Unterschied zum Eagle? Naja, Eagle hatte nicht nur schwarz, oder? Das Outfit ist jetzt nicht so gut gewählt. Hä? Es gibt da noch Beschwerden? Ich finde, es sieht cute aus. Und es sieht grungy aus. Wie machen die? So? Ich finde es cool. Bist du jetzt bereit für die Augenbrauen? Sag ja! Du freust dich zu sehr und ich überlege, was könnte es werden? Ich zeig's dir. Schau mal, das ist ein sehr bekanntes Model. Und die Monobraue ist voll das Ding. Ist das ihre echte Augenbraue? Oder ist das geschminkt oder ist das echt? Ich muss hier erstmal die Haare wegmachen. Rest in Peace Frisur. Oh, das wird dein Spaß. Bin einfach guter Dinge. Vielleicht steht mir das einfach. Also vielleicht ist das einfach extremst mein Ding. Erstmal alles ein bisschen größer machen. Ich muss nochmal auschecken. Willst du dir die Vorlage nochmal genauer ansehen? Oh, Hilfe. Das wird wild. Ihr könnt ja mal spekulieren, welchen Augenbrauentrend ich im nächsten Jahr testen muss. Das ist die eigentliche Tradition. Serena will meine Augenbrauen ruinieren. If you treat me right. Es geht los. Das fühlt sich falsch an. Best girl in this whole world. No. I got my hands on your body. Das sieht doch gut aus. Also bitte, wenn ich im Jahr 2021 jemanden sehe, der so rumläuft, aber in geschminkt, also der das nicht natürlich hat, sondern der sich das wirklich aufmalt, dann fresse ich einen Besen. Aber irgendwie umrahmt es mein Gesicht. Kann mich so nicht ernst nehmen, Leute. Ich bin einfach zu nett mit meinen Trends. Ich bin einfach viel zu nett. Guckt mich an, wie ich aussehe. Und wie siehst du eigentlich aus? Eigentlich ganz normal. Mein nächster Trend ist auch wieder voll nett. Ich meine, okay, es ist Geschmackssache. Es geht um XXXXXXXL Kreolen. Also wirklich so. Ich habe das auch letztens bei Netflix in einer Serie gesehen. Also eine hatte die an, das ist voll im Kommen. Riesenkreolen. Ich habe sie bestellt und du wirst die anziehen müssen. Oh, ich weiß nicht, ob meine Löcher noch gehen. Ich hole die Piercing-Maschine. Mach dir das schon. Oh mein Gott. Die Kreolen sind leider nicht mehr rechtzeitig angekommen, aber wir zeigen sie euch auf jeden Fall in einem anderen Video. Und schon mal so viel. Sie sind XL. Ich habe gerade eine Monobraue von dir bekommen. Ich habe noch so viel gut bei dir. Habe ich das nicht gut gemacht? Mich nimmt nicht mehr ernst. Danke für euren Daumen nach oben. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von diesen Trends haltet und welche dieser Trends ihr umsetzen werdet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich muss mich abschminken.